Moin und herzlich willkommen hier bei STT Command Erster Weltkrieg Mehrspieler. Und es handelt sich hier um eine Rückrunde gegen General Honigblume. Vor einiger Zeit wir mal als Entente gespielt und ja, das war eine Runde, wo vor allem die Landungen lustig waren. In Königsberg und auf der anderen Seite auch mal in Sevastopol. Naja, und jetzt versuchen wir uns mal als Mittelmächte hier durchzuschlagen. General Honigblume hatte, meine ich, damals im Osten angefangen. Darum fangen wir einfach mal im Westen an. Das birgt natürlich immer das Risiko in sich, den Krieg in ein paar Runden zu verlieren. Aber wir schauen einfach mal. Ich habe lange keinen WW1 mehr gemacht. Musste eben auch erstmal wieder ein bisschen gucken, wie man das so halbwegs hinstellt. Also ich hätte gerne einen Infanteristen hier auf dem Werk, weil ich meine, man kam sonst da nicht mehr verschanzt drauf. Kannst du schon mal dahin gehen? Dann die Kavallerie hier vorne, möglichst nah an die belgische Grenze, dass die tief da rein kann. Aber der in Brüssel kann ein Problem darstellen mit seiner Kontrollzone, je nachdem, wie gut man die Einheit aus Lüttich auch schon geschlagen kriegt. Du gehst mal dahin. Würde ich sagen, einen darüber. Ja, die anderen Einheiten. Die Artillerie schon irgendwie in den Westen, aber vielleicht auch erstmal zur Seite, ist ja noch nicht so relevant. Man könnte nach Mühlhausen und gleich den Ort so ein bisschen noch abdecken. Also die bauen wir vielleicht nachher hier oben. Na komm, dann kann die auch rauflaufen. Wann ist es? Oben ist der Einsatz sehr viel willkommen. Oder du gehst dahin. Auf einer Bahn ist alles noch nicht so relevant. Das Hauptquartier wollte ich in den Osten bringen. Und die kriegen da natürlich Hindenburg bald. Aber so mit der Masse an Einheiten ist vielleicht ein zweites Akku ja auch ganz nett. Nur die hier halbwegs zentral hinstellst und auch das Tor. Man könnte sich hier eh fast überall nur noch in die zweite Reihe stellen können. Außer hier, aber da kann man eh nicht so gut angreifen. Und das bauen ja genügend Einheiten noch durch Mobilisierung im nächsten Zug. Deswegen würde ich dich mit in den Osten stellen. Hier so ein bisschen eine Linie bilden oder sowas. Geh mal da rein. Naja, die ganzen Hinweise und so weiter und so fort. Wo fangen wir an? Vielleicht bei den Osmanen. Da geht es ja dieses hoch und spektakuläre Abteilungs nach Süden Geschiebe. Wegen den Partisanen. Vielleicht zieht er die auch gar nicht, wer weiß. Und wir gehen einfach auf Nummer sicher. Wo war jetzt nochmal? Das ist wahrscheinlich die dritte Abteilung, die dann damit runterkommt. Gut, ihr könnt ansonsten alle noch so aufpassen. Naja gut, man könnte sagen, du verschanzt dich hier einfach auch schon mal an der Grenze. Und dass du da auch verschanzt stehst und du meinetwegen da oben. Gut, aber ansonsten sind die Osmanen ja noch nicht ganz so wichtig. Dann haben wir die Österreicher und die Frage Belgrad. Das also kann klappen, muss aber nicht. Wenn man dann hier seine Einheiten zusammenzieht, sich immer fragen, wie man das noch irgendwie gedeckt kriegt. Wir haben keine MPP. Und das zum Beispiel dahin. Aber gut, du kämst eh nicht in Angriffsdistanz. Aber das Hauptquartier könnte sich noch ein bisschen verschieben. Der ist ja im Endeffekt nun auch nicht so wichtig. Der hält das da schon aus. Du kannst hier noch Einheiten unterstellen. Vielleicht macht das ja irgendwie noch ein paar Prozente Unterschied, auch wenn du nicht wirklich stark bist. Mal an, du müsstest vielleicht da ungefähr hin. Der ist sogar immer noch außer Reichweite. Okay, noch passieren, aber ich glaube, da steht einer. So, und du hast den potenziell stärksten Angriff. Du hast jetzt, glaube ich, sogar 2 zu 1 dank der Unterstellung. Wenn jetzt wer anders rangehen würde,
Ja, wir haben halt immer diesen Fluss, der ein bisschen nervt. Zu 0. 2 zu 0. Ja, sonst versucht ein 2 zu 1 und dann müssen wir gucken, wie die Zahlen ausfallen. Allzu 1 leider geworden. Das war schon besser. Jetzt hast du auch 2 zu 1. Ja, jetzt wird es halt eng. Nur wenn wir das Akku jetzt dahin stellen, muss dann vielleicht hier irgendwie nachrücken, aber dann wird das auch alles wieder kompliziert. Frage ist halt, ob du unterstellt noch auf ein 2-2 kommen könntest. Ach nee, ich habe ihn ja einen Schritt bewegt. Fängt ja toll an die Runde, wenn man solche Fehler wieder einbaut. Okay, jetzt hat sich das, glaube ich, eh erledigt. Wenn er den zu 0 kriegt. Na, du auf 2-1. Das hat sich dann eh erledigt. Dann seht ihr lieber noch zu, die Gegend zu verteidigen. Also du kannst hier noch mit nach vorne. Demnächst mit aufpassen. Das ist natürlich irgendwie optisch noch eine Lücke. Aber ne, den ist da. Ich habe es länger nicht mehr gespielt. Das Akku steht jetzt doch ein bisschen ungünstig. Falls er hier rauskommt mit der Einheit. Ihr könnt natürlich den hier hinstellen. Okay, dann selbst wenn er von hier kommt. 1, 2, 3, 4, 5. Dürfte er eigentlich nicht durchkommen. Dafür ganz stark. Ja, da steht auch tatsächlich einer jetzt da. Also 1, 2, 3, 4, 5. Mit Kontrollzone sollte das eigentlich passen. Du verschanzt dich dann hier. Hier verkontrollt so und das. Frage, ob du noch da mauerst oder dich vielleicht da anstellst. Gut, dann kann er hier vielleicht theoretisch im HQ einen Treffer verpassen, wenn das wirklich möchte, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass er es tut. Dann stellst du dich noch hier hin und verschanzt dich hier. Ja, ist Glückssache, ob es klappt. Jetzt leider schief gegangen. Und sich natürlich theoretisch auch noch verschanzen. So, und dann hier drüben irgendwie eine Verteidigung organisieren. Also nach Lemberg soll auf jeden Fall ein Infanterist rein. Sich hier auch schon mal verschanzen. Und die russischen Angriffe möglichst lange überstehen, wie ich hoffe. Und das Öl ist eigentlich auch ganz nett. Noch ein bisschen Verteidigung, ein Ort. Und sogar noch ein wenig mehr. Mal zum Teil erschienen ja auch hier in den befestigten Ortschaften schon neue Einheiten, aber ich bin mir da nicht mehr ganz sicher genug, wo jetzt nochmal der war. Jetzt nach vorne. Ist darum, ihr könntet da lang. Könntest hier noch ein bisschen laufen. Ich zum Beispiel dahin stellen. Na gut, der Ort ist zwar leer, aber normalerweise wird der, wenn man da reingeht, auf Dauer doch irgendwie ganz schnell eingekesselt. Du gehst mal hier hin, du kannst ja auch nicht so gut in den Ort umgangen werden, weil du das da alles verkontrollt wohnst. Das Reiter hatten auch hier eine volle Kontrollzone. Mal nachschauen.
Sonst, wir schicken den Reiter und hoffen, dass das mit den ausreichenden Kontrollzonen. Ich will es nicht übertreiben. Aus dich da. So, gehst hier schon mal ran. Ja gut, das Feld wäre irgendwie auch schön zu besetzen. Der Wald natürlich auch, aber den kriegen wir jetzt auch noch im Gewaltmarsch, was nicht so ganz optimal ist. So, du rennst mal darauf. Ich denke mal, das reicht schon, wenn du das hältst für den Moment. Das ist natürlich auch hier eben gucken, wenn wir schon dabei sind, dass dieses Bergwerk gehalten wird. Das ist immer sehr unschön, wenn man das zu Beginn des Spiels verlieren sollte. Und du musst hier ein bisschen den Weg halten. Da ist irgendwo auch ein russischer Reiter. Also mach ja auch deine Kontrollzone hin, dann sollte der uns da erstmal nicht durchreiten können. Dann schiebt ihr euch noch hier weiter rüber. Bis zum Beispiel da rein. Das da rein, dann könnte der hier mit drüben verschanzt. Aber ich hoffe, dass die Russen noch nicht so gut an den rankommen. Ist da rein, kann zwar sein, dass da auch noch jemand erschien, aber hin, du könntest natürlich zum Beispiel. Naja, es gibt halt nicht viel. Dann betrachtet, was einem wirklich helfen würde in der Verteidigung. Da im Wald. Einer oder nicht. Ist nicht mehr genau. Da oben stand einer. Du könntest dich natürlich hier erstmal ein bisschen auch verschanzen. Machen ja Kontrollzone und hoffen, dem Gegner die Bewegung ein bisschen zu erschweren. Und du rennst erstmal hier noch drüben mit ran. Lassen wir das erstmal so stehen und schauen, was passiert. So, ich hatten wir zum Teil schon. Hat echt aufpassen, wenn hier ein Reiter kommt, dass der einem nicht durchreitet. Aber ich glaube, da oben an Brumberg kann man nicht ran. Oder ich hoffe es gerade ganz stark. So, und du brauchst natürlich gerade den Bomber da hinten nicht. Nimm lieber die Einheit da oben. Und ihr verteidigt euch jetzt auch erstmal. Wenn ihr hier so eine Linie bilden, dann kriegt er halt Mumbin. Aber wir verteidigen uns hier ein bisschen hinterm Fluss. Hier sind auch noch. Da auch noch im Wald. Und du gehst nach Johannesburg. Bauen wir uns erstmal hier auf. Du kannst dich nicht verschanzen, aber hast zumindest den Wald. So, oder du könntest zum Aufpassen nach Bromberg und das Akku geht erstmal nach Königsberg. Da wird natürlich so schnell keine Landung durchkommen, aber wer weiß, was da auf Dauer passiert. Ich würde natürlich vielleicht denen auch noch das Graudenz hier vorziehen. Und auch schauen, ob du nicht hier noch ein, zwei Felder machen kannst. Um hier auch Kontrollzonen zu wirken, wo der Gegner dann erstmal nicht so schnell durchkommt. Du rückst erstmal dahin auf. Müssen natürlich sehen, oder hätte man die Artillerie vom Anfang doch da jetzt nach Graudenz bringen sollen? Naja. Und den da reinschieben. Wäre der schlimmste mögliche Fall, dass sein Reiter hier stünde. 1, 2, 3, hier. Gehen wir aber nicht rein. Und da haben wir auch Kontrollzone da an Wäldchen. Also, es sollte für den Moment passen. Hoffe ich. Jetzt ganz stark. So, dann hier drüben, du. Ja gut, man hätte zwar theoretisch wirklich hier kleine Angriffe. Aber ich würde sagen, ihr macht das hier drüben schön defensiv erstmal.
Und verschanzt euch hier. Ja, und schaut einfach mal, weit ihr hier noch so kommt und baut euch erstmal auf. Und ah ja, die können sich da alle nicht mehr rein verschanzen. Das ist immer ein bisschen ungünstig. Gut, dann müsstet ihr euch darum mauern, aber wir müssen jetzt eben auch sehen, wer noch nach Belgien mit kann und wer nicht. Das ist dann auch ein großes Thema, wie weit man da noch letztlich vorankommt. Also wir erklären Belgien den Krieg. Briten und USA finden das natürlich nicht ganz so toll. Und jetzt geht es darum, mit Einheiten hier von möglichst, möglichst weit hinten den zu schlagen, damit die, die vorne stehen, weiterlaufen können. Und dann ist auch das... Ja, Brüssel ein Thema, ein Problem, weil der Kontrollzonen ausübt und da kommen nicht mehr viele Einheiten daran. Wenn man dann halt da Angriffe braucht, kann das alles ganz schön kritisch werden. Und natürlich Luxemburg und dieses Bergwerk müssen wir auch definitiv sichern. Also irgendjemand von weiter hinten, du hättest auch keine Chance irgendwie da oder da ranzukommen. Du schon mal hier. Ich meine, du kämst nur dahin. Ach. Wenn die ersten Angriffe schon so ausfallen, wenn die Hunde am liebsten neu starten. Okay, wer geht jetzt dahin und ich meine, wenn der den vernichten muss, der fehlt uns als Angreifer auf Brüssel und dann das Ganze nochmal richtig kompliziert. Die Reiter, die haben natürlich auch noch ihre Attacken, aber die brauchen wir auch, um hier einzureiten. Also, so ins... Könntest du auch noch hin? Könnte natürlich zur besseren Sichtbarkeit von allem, was da los ist, hier schon mal noch eben vorrücken und aufdecken. Und mit der Einzige, der hier noch ran und sich verschanzen kann. Dass man dann auch sieht, ich meine, ist ja klar, dass da einer steht. Da muss auch definitiv einer rein. Hier verstanden und Luxemburg wird auch noch gleich irgendwer einnehmen. So, nur dass man hier auch schon mal die Kontrollzone von Verdun richtig mit drin hat. Ja. Bitte, wir brauchen schon einen Reiterangriff auf Lüttich oder den, aber das fehlt dann halt alles in Brüssel. Ja, ein schlechter Angriff und schon fragt man sich, wie man das noch machen soll. Leider nicht. Was müsst ihr auch immer zwei kassieren? Man kann den Krieg ja hier in ein paar Zügen verlieren, wenn es schlecht läuft. Und es ist gerade auf bestem Wege dabei, schlecht zu laufen. Und da haben wir halt die aus der Kontrollzone, die uns Stress macht. Haben wir den Salat, dass hier das Lüttich nicht wirklich rauskriegen und dass der aus Brüssel deswegen mit seiner Kontrollzone auf jeden Fall Stress machen wird. Boah, ich würde die Partie am liebsten nochmal neu starten, aber das ist halt mehr Spieler. Ja. Wobei der eine unterdurchschnittlich nur getroffen hat. Heil
Alter da in 4 und er gar nicht mehr. Nehme 0 dahin, wo er eigentlich hier und überall hin könnte und soll. Also wenig wie der. Durch Lüttich kommt und nicht durch die Kontrollzone. Und dann kassieren die auch noch so viel. Wirklich, ich bin schon bedient nach Runde 1. Jetzt haben wir halt die Brüsseler Kontrollzone vor der Nase. Die verhindert, dass Reiter 2 hier gut reinkäme. Und der hätte halt eigentlich da angreifen müssen. Auch ein bisschen ratlos, also es läuft nicht gut. Du könntest natürlich vielleicht dieses Feld hier nochmal und hier auf für den Moment. Ja, danke, aber ich will eigentlich da unten gerne rum. Er hat auch noch 8 Lebenspunkte. Den hätten wir halt gebraucht, um an den ranzukommen. Hätte der mit einem anderen die Kontrollzone von dem weggeschlagen und dann wären wir da reingekommen. Das jetzt aber halt alles nicht mehr funktioniert. Da rein und den schlagen. Ja, beide Reiter schon um die Kontrollzone aus. So. Hat hier alles nur ein Trauerspiel. Warte, ich glaube, wir kommen in Lüttich schneller durch, wenn wir den Ort kontrollieren. Ich meine, dann müsstest du da rankommen. Also, rein. Genau, jetzt kommst du da rein. Du kommst da, ja. Ja, wusste ich doch. Irgendwas war nämlich in meiner Rechnung eben. Ich habe ein bisschen, also ganz kurz nach dem Einzelspiel, den Angriff auf Belgien nochmal angeguckt, um nicht völlig zu versagen. Und da fehlte in meiner Rechnung gerade immer sehr häufig ein Bewegungspunkt, wo ich mich gefragt habe, wo der hängen blieb. Und man muss Lüttich einnehmen. Anscheinend, dann geht das hier einen Punkt schneller. Dann kann der nämlich sehr wohl hier zumindest einmal auf Brüssel schlagen. Man muss jetzt irgendwie hoffen, dass er so einen richtig durchschlagenden Erfolg hat. Also es ist mehr oder minder 3 von 4 Angriffen hier sind auf unterschiedliche Art und Weise unterdurchschnittlich gelaufen. Und das in einem Szenario, wo man den Krieg in dieser Darstellung in den ersten paar Zügen verlieren kann. Es ist nicht das Wahre. Kontrollzone Heckwehr, du könntest halt hier herumreiten und beide Bergwerke erobern. Und der andere käme zum Beispiel nach Rem rein. Man hier eine richtig schöne Zone, wo man auch andere per Gewaltmarsch nachführen könnte. Aber so häufig wie man hier klickt, die Kontrollzone von dem aus Brüssel ist immer im Weg. Ja, für alle möglichen Einheiten ist die halt im Weg. Du könntest natürlich sonst nur hier in das Bergwerk rein und hoffen, dass du die runterkriegst. Aber viel Hoffnung habe ich nicht, so wie das hier gerade läuft. Wir müssten eigentlich heimsichern und die Bergwerke. Wenn die Angriffe gut laufen, dann ist das halt auch möglich.
Aber ich glaube, auch wenn man jede Einheit noch so häufig anklickt, dass das jetzt nicht mehr möglich ist. Wir müssten halt die Brüsseler Kontrollzone ausschalten. Aber wenn du anreitest und das machst, du kämst nicht mehr da unten durch. Du kämst nur noch hier hin, aber nicht da drüben hin. Wenn wir den und den haben, dann kriegen wir halt diese Felder nicht. Wenn wir die alle hätten, könnten wir wunderbar unsere Armee per Gewaltmarsch nach vorne bringen. Der käme da auch nicht mehr raus. Ja, es wird wohl nichts dran vorbei, dass du dahin musst. Na, mit deinem Angriff scheitern. Ach, okay, er hat zwar auch überproportional kassiert, aber freundlicherweise endlich mal diese Kontrollzone ausgeschaltet. Nur müssen wir uns jetzt entscheiden, was wir nehmen, anstatt alles zu kriegen. Das kann auch nur einer schlagen. O1, das heißt, Brüssel wird so oder so überleben. Na. An einer Ecke mal der Angriff positiver ausgegangen. Der Russe wird so oder so überleben. Nun, du könntest ja zumindest hier reinreiten und dir dann den Ort holen. Und wir zumindest dieses Feld hier auch noch. Großen Entscheidung. Ja, beim Bergwerk, da sind so viele andere Orte, dass wir keine Felder kriegen. Beim Ort kriegen wir zumindest noch ein paar der umgebenden Felder mit. Und hier nach. Nicht sehr glücklich. Den Verlauf. So, das hat gut derweil. Müsste nochmal da rein. Auch von der Versorgung her läuft. Und dann können wir gleich auch noch gucken. Aber ihr jetzt erstmal nach vorne. Ist. Franzosen werden natürlich gegenschlagen, keine Frage. Aber es ist trotzdem lustig hier so ein bisschen direkt vor Paris schon mal. Machen wir eben Stress. Es hat halt noch. Also gut, dass alle Angriffe so ausfallen, wie man es haben möchte, ist eine Sache. Und dass es wirklich klappt in einem Zug, ist unwahrscheinlich. Aber die haben ja dann auch noch, nebst dass es nicht geklappt hat, so überproportional viel Schaden kassiert. Man hätte halt auch das Bergwerk hier auch haben können. Was ja punktetechnisch nicht schlecht gewesen wäre. Aber gut, wir stehen zumindest auch so relativ weit vorne. Nehmen wir da einen Infanteristen. Noch sehen, wie wir das alles... In Burg müsste auch noch jemand einmarschieren. Ne, schauen wir mal ansonsten. Hier. Weiter hätte ich ja schon ganz gerne weiter vorne. Du könntest ja sonst hier mal einmarschieren. Und du daran gehst. Da geht ein Haku ran. Ja gut, das Feld kriegen wir glaube ich auch nicht mehr. Dann einfach dahin. Eigentlich haben wir eh vor allem noch aus Lüttich. Na gut, der ganz vorne hier, aber ansonsten. Was das? Man muss natürlich ein bisschen gucken, hier wird die Angriffe letztlich ausfallen, die französischen Gegenangriffe. Mal sehen. Ja, und ansonsten lauft alle weiter. Du kriegst da noch ein Feld, ich meine auch mit Wald und so. Du kommst mit. So, der muss verteidigt werden. Weiter hätte ich... Ah, da kann man auch noch hin. Ist faszinierend, was man jedes Mal gefühlt noch neu entdeckt, wo man hin kann. Wobei, ich erinnere mich grob an diese Formation. Man wird wahrscheinlich versuchen, den Reiter zu schlagen und das Feld zu besetzen und die Vorderen einzukesseln. Ähm,
Ruine, ja, sind da. Und der Rem ist eh nicht stark genug für die Bahn. Gut. Ja, du kannst dich hier bereithalten aufzuklären. Ja. Wenn jetzt alle Gewalt macht, dann seid ihr alle kaum noch zu gebrauchen. Dann kann er bei dem durchbrechen. Der macht das und wir verlieren Mühlhausen direkt. Ja. Einer stellt sich mal dahin. Und du fliegst dahin und du kommst da mit. Du gehst noch nach Straßburg. Und dann schauen wir mal, was passiert. Der wird wahrscheinlich die hier gut treffen. Aber dann muss das, was hier nachrückt, das machen. Vielleicht gehst du doch schon weiter. Ich glaube kaum, dass er hier durchbricht. Und du gehst ins NM-Ziel irgendwie dadurch. So, hier oben. Keine Ahnung, ob wir Geld für den haben werden oder für den. Ihr kommt im Zweifel mal angelaufen. Ja, die brauchen wir eigentlich noch nicht. So, Großbritannien wird dann ja eh jetzt gleich dabei sein. Aber trotzdem würde ich sagen, dass die Schiffe hier... Ihr könnt natürlich ein paar Minen hier draußen legen. Müssen es aber auch nicht. Ihr fahrt hier vielleicht einfach erstmal in Deckung. Bis weitere Pläne da sind. Gut, das waren die. Ah. Mittelprächtiger Zug Belgrad ist schiefgegangen. Ach, mit zum Teil höheren Verlusten. Belgien in der schönen Ausführung ist schiefgegangen. Hätte, wenn ich es richtig gerechnet habe, den einen Reiter hier noch in das Bergwerk bringen können. Und dann hat man hier einfach ein bisschen mehr Raum und Platz. Und ein Bergwerk, was ja wirtschaftlich jetzt auch interessant ist, vor allem auch, dass es der Gegner dann nicht mehr hat. Naja, gut. Dann bleibt erstmal ruhig. Reiche Flotte. Und falls ihr irgendwann die Konvois angehen, schaust du dir das mal an, der Rest... Möge einen Hafen aufsuchen vorläufig. Gut. Haben wir keins in der Forschung, Artillerie und Industrie, das passt. Und Kontrolle meinetwegen auch. Artillerie, Luftschiff, Industrie, ist auch soweit in Ordnung. Ja, ich... Ich denke, wir können den Zug für den Moment beenden und auf etwas mehr Glück in der nächsten Runde hoffen. Burg kapituliert. Hin, 27 MPP. Ein Schlachtkreuzer Göben können wir meinetwegen zu den Osmanen schicken. So, die österreichischen Truppen, ich denke mal, geht mit nach Serbien. Auch genügend rum steht nicht, dass die Serben bei uns noch einfallen. Russische Mobilmachung. Verteidigungstruppen von Paris. Russische Mobilmachung. Bei uns kommt doch hoffentlich auch noch irgendwann mal jemand vorbei. Ah ja. Naja, immerhin 360 MPP und dann auch ein bisschen und dann an dieser Stelle auch erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.